Alle Menschen, die heute hier sind, gehören zu einer gewissen Spezie. Ihr seid eine ganz besondere, ja, Gattung, kann man schon fast sagen. Ihr gehört zu den Hundemenschen. Der Hundemensch ist was ganz Besonderes, der hat auch einen lateinischen Namen. Homo sapiens, Canis lupus familiaris affinitas. Jetzt haben wir Hundemenschen aber ein Problem. Es gibt da draußen in dieser Welt so eine kleine Randgruppe von Menschen, die haben keinen Hund. Ne? Die machen uns das Leben zur Hölle, die joggen da, wo wir spazieren gehen. Ja? Unverfroren. Ja? Überleg mal, die lassen sogar ihre Kinder da spielen, wo wir unsere Hunde hinmachen lassen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das heißt, es ist dieser Konflikt vorprogrammiert. Jogg doch woanders, nimm den Köter an die Leine, das volle Gedeck. Und deshalb ist es ja so wichtig für uns Hundemenschen, sehr früh zu erkennen, der Typ da hinten, ist das ein Hundemensch, ja oder nein? Und ich werde ein paar todsichere Indizien erzählen, woran man einen Hundemenschen erkennt. Ich erkenne den, wenn er in mein Auto steigt. Hundemensch steigt in mein Auto, wir fangen an zu plaudern, über Hunde fahren los, fertig, aus. Ein Nicht-Hundemensch steigt in mein Auto, der kann noch nicht mal Hallo sagen, der macht direkt, boah, wie stinkt das hier im Auto? Ich weiß nicht, was einer 15 Jahre alten, klatschnassen Golden Retriever-Hündin im Kofferraum stinken könnte. Ist mir ein absolut Rätsel. Für den ist es ekelhaft. Lebt jemand von euch mit einem schnarchenden Menschen zusammen? Zeigt mal auf, wir sind ganz unter uns. Okay, sind ein paar dabei. Schnarcht jemand von euch? Nö. Hm. Auch sehr schönes Phänomen. Lebt jemand mit dem Schnarcher zusammen? Die ganzen Frauen zeigen auf. Schnarcht jemand? Die Männer? Nö. Also, keine Ahnung, wovon redet der? Wenn du mit einem schnarchenden Menschen zusammenlebst, entwickelst du ja doch relativ regelmäßig nachts Gewaltfantasien. Ja? Ja, diese Gewaltfantasie ist auch wieder verhaltensbiologisch betrachtet eine Frustrationsaggression. Die kommt daher, ich meine, der schnarcht, du hast den schon vorsichtig zur Seite geschoben, der schnarcht aber weiter. Du hast den behutsam geweckt, der schnarcht weiter. Das heißt, in dir kommt wirklich der Hass hoch. Du sitzt nach der dritten nicht geschlafenen Nacht neben denen und denkst, okay, jetzt eine Plastiktüte über den Kopf. Einmal das Kissen oben drauf, eine Minute draufgesetzt, für immer Ruhe. Ne? Du willst den umbringen, du willst den einfach umbringen. Es kann dir aber passieren, dass du am nächsten Nachmittag um 16 Uhr Freunde und Bekannte zu Besuch hast. Plötzlich sagst du zu denen, psst, seid mal leise, psst, 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 leise. Und dann hörst du da hinten in der Ecke deinen alten Rüden schnarchen und machst, oh, ist das nicht süß. Ja. Also, tut mir leid, ist schon ein komisches Phänomen. Also, ich meine, wenn Hundemenschen aufeinandertreffen und die sind beide Hundemenschen, werden ein Paar, ja, meistens haben die eine schöne Zeit, die kommen gut klar, auch wenn die sich nichts zu sagen haben, über den Hund haben die immer was zu erzählen, ganz nett. Wenn aber zwei aufeinandertreffen, der eine ist Hundemensch, der andere nicht, dann kann es ein ernstes Problem werden. Malen wir uns aus, du bist der Hundemensch und du hast einen Hund, der hart wie irre, der bringt hier und da auch schon mal ein totes Kanickel mit, der stinkt, der hört nicht gut. Dann kann es passieren, dass dein Lebenspartner, der nicht Hundemensch ist, irgendwann sagt, ich habe echt die Schnauze voll, der Hund oder ich. Ja, traurige Geschichte, denkst du? Im Keller sind die Koffer, toi, toi, toi. Ne? Völlig logisch. Ich meine, du trennst dich doch nicht vom Hund nur für einen Menschen. Macht man doch einfach nicht. Ja? Ja, du lachst jetzt noch, wenn du allergisch wirst, bist du weg. Sobald du eine Allergie kriegst, Ende der Durchsage, ne? Ja, es gibt noch schöne andere Kriterien. Zum Beispiel erlebe ich das an der Motorik von Menschen. Ich habe ein gutes Auge für die Motorik von Hunden. Ich habe aber auch eins bekommen für die Motorik von Menschen. So erlebe ich sehr häufig und sehr schnell oder kann einschätzen, wenn jemand steht, hat er einen gesunden Stand, also belastet der beide Beine und so weiter. Und so passiert es mir manchmal, dass ich zu Hausbesuchen komme. Ein Mensch macht mir die Tür auf und ich denke, oh Gott, der hätte lieber einen Chiropraktiker bestellt. Wie steht der denn? Und da steht der schon so ein bisschen krumm. Und dann weiß ich, das ist 100% ein Hundemensch. Der muss so stehen. Ja klar, der schläft seit vielen Jahren nachts in Positionen. Jeder Yoga-Guru beneidet ihn darum. Der bringt sich übers Herz, die Hunde neben ihm zu wecken. Ne? Und das kannst du doch gar keinem erklären. Das ist übrigens auch sehr häufig die Kategorie Mensch, die viel krank feiert. Die nicht so richtig belastbar ist auf der Arbeit. Der hat häufig eine Erkältung.
Der wird ziemlich oft nachts wach, Eiszapfen an der Nase, schlottert richtig. Aber der bringt's einfach nicht übers Herz, seinem eigenen Hund die Decke unterm Arsch wegzuziehen. Ne? Nicht, dass der friert, der kleine Husky. Das geht doch nicht. Ne? Ja, das ist ja fürchterlich. Das arme Tier. Also,